herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von Gesund aktiv. Wir informieren Sie ab jetzt jeden Dienstag über aktuelle Trends und Entwicklungen rund um die Themen Fitness, Gesundheit, Ernährung und Beauty. Und wir legen auch direkt los. In unserer heutigen Sendung haben wir unter anderem folgende Themen für Sie. Alles nur Humbug oder ist am Ende doch was dran? Wir haben verschiedene Gesundheitsmythen unter die Lupe genommen. Intelligentes Training für den ganzen Körper. Wir stellen Ihnen Functional Fitness vor. Ein Schnaps nach dem Essen regt die Verdauung an und dunkle Schokolade macht weniger dick als Vollmilchschokolade. Bestimmt kennen Sie auch den ein oder anderen Gesundheitsmythos. Und genau damit beschäftigen wir uns in unserem ersten Beitrag. Ein Schnaps nach dem Essen regt die Verdauung an und vermindert das Völlegefühl. Gehört habe ich davon, aber ich glaube nicht so richtig dran. Ich glaube, das ist der Mythos. Ich tue es natürlich auch, aber sinnvoll ist es nicht, es so zu machen. Medizinisch gesehen bringt das gar nichts. Warum? Ja, weil der Alkohol baut das Fett nicht ab im Körper, ne? Man fühlt sich danach einfach nicht so voll, einfach besser, nicht so satt gegessen. Man sagt ja eigentlich, wenn man jetzt einen vollen Bauch hat, dann Schnäpsle oder so ein Kräuterle. Ja, aber doch, bei mir hat es schon immer irgendwie was gebracht. Also bei mir war es gut. Nein, das stimmt nicht. Dieses Gefühl hat natürlich jeder. Die meisten, die einen Schnaps nach dem Essen mögen, haben so das Gefühl, na, jetzt hat es ordentlich durchgeputzt. Fakt ist aber, dass Alkohol als solches zwar die Magensäurebildung anregen kann, aber wenn er hochprozentig wird, dann hemmt er eher. Und deswegen ist es so, wenn der Magen maximal gefüllt ist, Speise drin ist und die Magensäure kommt, soll jetzt kommen, dann macht es Sinn, eher etwas zu nehmen, was die Magensäure anregt. Und das wäre Alkohol im Prozentbereich unter 10%. Dunkle Schokolade macht weniger dick als normale Vollmilchschokolade. Ja, ich glaube dran. Einfach durch den, da ist nicht so viel Zucker drin, eher so mehr dieses Kakao. Ja, und dunkle Schokolade ist sehr gesund, auch fürs Herz. Nö, würde ich nicht sagen. Also es, nee, ist genauso. Nee. Ich würde sagen, es ist eher gleich, also ja. Beides. Es macht genauso dick, aber ist gesünder trotzdem, weil der Schokoladengehalt, also Kakaogehalt höher ist. Mindestens 70% Kakao soll enthalten sein, dann könnte man eher sich ein Stück genehmigen als von Vollmilchschokolade. Ja, das ist ein Wunschdenken. Also Schokolade insgesamt hat viel Kalorien, das wissen alle. Es ist viel Fett enthalten und auch relativ viel Zucker. Eine Tafel Schokolade hat so 580, 600 Kalorien. Das entspricht einer normalen Mahlzeit, die man zu sich nimmt. Also man könnte auch ganz ohne mit 2 bis 3 Tafeln am Tag gut überleben, auch über längere Zeit. Dunkle Schokolade ist etwas günstiger zu bewerten, hat ein paar Kalorien weniger. Hat sogenannte Antioxidantien drin, was zum Beispiel der Rotwein auch hat. Das ist ernährungstechnisch etwas besser, aber dass die weniger dick macht, das ist so wenig an Kalorien weniger, das können Sie vergessen. Also der Unterschied ist nicht relevant. Cola und Salzstangen helfen gegen Durchfall. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gehört, ja. Ich denke, die Salzstängel und Cola, die verstopfen etwas und dann lindert sich das Ganze. So stelle ich mir das vor. Also ich habe es selber schon probiert und habe gute Erfahrungen mitgemacht. Sagt man sogar bei Kindern, da gibt man sogar der Kinder Salzstängel und Cola. Also ich schwöre drauf, obwohl ich weiß, dass man nochmal sagt, das hilft nicht, aber also mir hilft's. Bei Durchfallerkrankungen oder auch beim Erbrechen ist es auf jeden Fall sinnvoll, Flüssigkeit zuzuführen. Diese Flüssigkeit sollte Salze enthalten, deswegen ist Mineralwasser eigentlich viel geeigneter. Cola schmeckt natürlich toller. Cola enthält aber auch Zucker in großen Mengen. Und Zucker kann wieder den Keim, der im Darm gerade den Durchfall verursacht hat, dazu bringen, zu explodieren. Also mit anderen Worten, Salz und Zucker kann das schlechter machen, aber es ist besser als nichts. Man sollte sich bei Schnupfen lieber die Nase putzen, als sie hochzuziehen. Hochziehen, das weiß ich auch. Ist auch gesünder, weil es sonst in die Nebenhöhlen reingedrückt wird. Putzen, das sagt man den Kindern doch schon, ne? Putz mal deine Nase, ne? Da kommen die Kerzen unten raus, ne? Das kann sich oben festsetzen und kann zu einer Entzündung führen. Lieber putzen.
Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn Sie eine Erkältung haben, schwellen die Schleimhäute und bringen den Schleim nach außen. Wenn Sie den Schleim hochziehen, führt das dazu, dass Sie einen Unterdruck in diesen Atemwegen haben. Das ist eher günstig. Wenn Sie jetzt anfangen, die Nase zu schneuzen, dann drücken Sie den Schleim unter Umständen in die Nasennebenhöhlen. Die haben Sie hier im Kieferbereich, rechts und links und Stirnbereich. Das kann dann zum Katarrh führen, also zu einer Infektion in diesem Bereich. Und deswegen ist das Nase hochziehen geschickter, aber nicht immer opportun. Also überall die Nase hochzuziehen ist nicht günstig. Ein neuer Fitnesstrend. Functional Training fordert nicht nur einzelne Muskeln, sondern den gesamten Körper. Wie das funktioniert und wie genau so ein Training aussieht, sehen Sie nach einer kurzen Pause gleich hier bei Gesund aktiv. Willkommen zurück bei Gesund aktiv. Obwohl es schon fast 10 Jahre her ist, erinnern wir uns alle noch sehr gut an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat es zwar nicht geschafft, mit der Mannschaft den Titel zu holen, dafür hat er aber einen Fitnesstrend in Deutschland ziemlich populär gemacht. Das sogenannte Functional Fitness. Dabei geht es um die Stabilisierung und Gesunderhaltung des Bewegungsapparates. Einen tollen Körper gibt's quasi gratis dazu. Wie so ein Training aussehen kann, das haben wir uns im Tuttlinger Fitnessstudio New Valentine mal genauer angeschaut. Gewichte stemmen an Kraftmaschinen und oberflächlich Muskeln aufpumpen war gestern. Dieses Training nennt sich Functional Fitness. Jürgen Klinsmann setzt es 2004 bei der deutschen Nationalmannschaft ein und auch in Tuttlingen hält dieser Fitnesstrend für Gesundheitsbewusste mit dem New Valentine Einzug. Das Functional Fitness an sich unterscheidet sich vom normalen Bodybuilding oder normalen Krafttraining. Wir trainieren immer die Funktion des Körpers. Der Körper hat viele Funktionen, wie beispielsweise die Kniebeuge, das Klimmzug, also die Klimmzugrichtung, man nennt es den vertikalen Ruderzug. Und ich trainiere eben jede dieser fundamentalen Bewegungsrichtungen und habe dadurch eine funktionelle Trainingsform. Also ich trainiere nicht auf dicke Muskeln, ich trainiere nicht auf Optik, die kommt dann bei uns von alleine. Ja? Es geht immer hauptsächlich um die Funktion. Die Sportler trainieren also nicht nur einzelne Muskeln isoliert, sondern ganze Gelenke oder Muskelketten auf. Unter anderem Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Das passende Trainingsgerät nennt sich Clock 12 mit 12 verschiedenen Grundstationen, ein Zirkeltraining der besonderen Art. Vor rund 6 Monaten eröffnen Bernd Schneider und Damion Thomas das New Valentine. Ihre Devise: Functional Fitness als intelligentes Training für den ganzen Körper und für alle Zielgruppen. So können wir wirklich hier vom neurologischen Patienten über normalen Patienten bis hin zum Sportler oder sogar zum Profi-Leistungssportler wirklich jeden abdecken und bedienen. Und in unseren Gruppen, da wir sehr viel mit Intervalltraining arbeiten, kann man auch den etwas nicht fitteren Patienten oder den älteren Patienten mit einem Hochleistungssportler zusammenstecken. Jeder trainiert in seinem Niveau. Jeder kann für sich sein Niveau aussuchen, in dem er trainieren möchte und eben auch kann. Maximal 12 Personen können gleichzeitig trainieren. In jedem Zirkel ist immer ein Trainer anwesend, der die gesamte Gruppe ständig im Blick hat und gegebenenfalls korrigieren kann. Zieht hier, Blick eher nach oben richten, okay, jetzt hier anspannen, Hintern anspannen, Füße lang machen, alles, die ganze rückwärtige Muskulatur anspannen und wieder lösen. Kurz alles anspannen, genau, Blick tendenziell nach oben, das heißt, dein Kopf bleibt neutral. Hier zusammen, da, anspannen, bis runter. Okay, und lösen. Das heißt, arbeitet den Muskelketten. Ja, ich will das wirklich, die komplette Muskelkette von oben bis nach unten durch anspannen. Dass wirklich alles spürt, was hinten irgendwie liegt, muskulär.
Die passende Ergänzung zu solchen Übungen bietet der Mobitrain Dehnzirkel. An Holzgeräten können die Sportler ein sogenanntes Muskellängentraining machen. Das hilft auch Patienten mit Rückenproblemen. In Kombination mit Functional Fitness die perfekte Ausgleichsmöglichkeit. Ich habe selbst ziemliche Rückenprobleme und bin immer ein bisschen verspannt. Und seitdem ich hier trainiere, habe ich das nicht mehr. Und gerade auch durch dieses Mobitrain, durch diese Rückengeräte, kann man sich wieder nach dem Training oder auch, wenn man nicht trainiert hat, wieder schön alles öffnen und sich frei machen. Und dann geht man hier auch komplett anders raus. Das Training in der Gruppe sorgt außerdem für einen gewissen Spaßfaktor und wirkt motivierend. Einen gesunden, tollen Körper gibt's gratis dazu. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer allerersten Gesund-Aktiv-Sendung. Zum Schluss gibt es für Sie noch was aus unserer Kategorie Quick-Tipps. Wir zeigen Ihnen regelmäßig Hausmittelchen und wertvolle Mini-Tipps. Alle Frauen sollten jetzt noch mal besonders gut aufpassen. Es geht nämlich um eingetrocknete Wimperntusche. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Welche Frau kennt das nicht? Die Wimperntusche neigt sich dem Ende zu und bleibt nicht mehr am Bürstchen haften. Eingetrocknete Mascara lässt sich außerdem so gut wie gar nicht mehr auf die Wimpern auftragen. Ein kleiner Trick kann da Abhilfe schaffen. Das Wimpernbürstchen einfach kurz unters heiße Wasser halten und dann wieder in den Tuscheköcher drehen. Die Mascara danach noch für ein paar Sekunden mit dem Föhn anpusten. Dadurch wird die Tusche schön weich und lässt sich so wieder perfekt auf die Wimpern auftragen.